Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video und in diesem Video möchte ich nochmal auf das Thema Traumatherapie eingehen. Ich habe dir ja schon im vorigen Video erklärt, wie schwierig das ist, überhaupt an Trauma ranzukommen, weil man ja in der traumatischen Situation meist dissoziiert und das ein Selbstschutzprogramm ist, also nichts, dessen du dich schämen solltest oder wo du dir im Nachhinein selbst für Vorwürfe machen solltest oder auch brauchst. Ganz und gar nicht. Das ist ein Selbstschutzprogramm zu dissoziieren, also quasi Gefühl aus dem Körper auszusteigen und das Trauma nicht live mitzubekommen. Viele fragen mich jetzt, ist es denn notwendig, nochmal in das Trauma hineinzugehen? Kann ich in der Psychotherapie nicht das Trauma ausblenden und umgehen und trotzdem Traumatherapie machen, also mein Trauma dennoch bewältigen? Jetzt die gute Nachricht zuerst. Klar ist es möglich, dass du auch ohne in das Trauma hineinzugehen Traumatherapie machen kannst. Jetzt die nicht ganz so prickelnde Nachricht, es ist aber trotzdem wichtig, dich dir selber zu stellen, dich deiner Persönlichkeit zu stellen und vor allem dem Schwierigsten überhaupt, nämlich deinen Gefühlen. Gefühle sind es ja, die uns daran hindern, uns dem Trauma zu öffnen und zu stellen, weil ein Gefühl der Scham, der Schuld, ein Gefühl der Abwertung, ein Gefühl der Nichtswürdigkeit, der Würdelosigkeit, der Entselbstung, würde man in der Philosophie sagen, oft eine Traumafolge ist. Jetzt spricht man die ganze Zeit von Störung und diese Nomenklatur ist schon etwas, was eine Störung ist, nämlich eine gesellschaftliche Störung, würde ich mal meinen. Es wird automatisch die traumatisierte Person in die Ecke gestellt. Sie fühlt sich auch sozial ausgegrenzt, was ja wiederum, wie du weißt, dazu führt, dass man sich unglaublich schwer tut, überhaupt dazu zu stehen, dass man ein Traumaopfer ist. Wer will denn schon gerne freiwilligen Opfer sein? Also ich nicht und du wahrscheinlich auch nicht. Man fühlt sich dann nochmal ausgegrenzt und so kommt es zu einer doppelten Traumatisierung, wenn man sich zum Beispiel als Beispiel, klassisches Beispiel, als Missbrauchsopfer endlich durchgerungen hat, dazu zu stehen, sich zu outen, dann wird dem noch mit Skepsis begegnet, muss man sich noch rechtfertigen, Beweise auf den Tisch legen, wird einem nicht geglaubt oder wird einem eine Frage gestellt, die absolut traumatisierend wirken kann, wie zum Beispiel, ja, wie konnte denn das passieren, warum bist du nicht rausgegangen, warum hast du dich nicht abgegrenzt, konntest du denn keine Hilfe holen, wieso hast du es nicht vorher jemandem erzählt? Das sind alles Fragen, die retraumatisierend wirken können, also das Trauma, das eigentlich schon vonstatten ging, ohne dass man selber bewusst wahrgenommen hat, dass es ein Trauma ist, eine seelische Verletzung und Wunde, wird dadurch durch solche unqualifizierten und eigentlich idiotischen Fragen noch vertieft, denn das sind ja suggestiv Fragen, die eigentlich dem Traumaopfer unterstellen, dass es eine Beteiligung am Trauma hätte und eigentlich Mitschuld und das Traumaopfer, so gesehen, ist ja ohnehin tendenziell immer damit beschäftigt, sich die Verantwortung aufzuhalsen und schweigt dann auch sehr oft. Warum schweigen denn Traumaopfer so häufig? Das ist auch die Frage. Und eine mögliche Antwort ist, was so mega, mega schambesetzt ist. Mir ist das passiert, ich konnte mir nicht helfen, ich fühlte mich wie ein Stück, Punkt, Punkt, Punkt. Ich konnte nicht aus der Objektrolle mich befreien, ich hätte es besser wissen müssen, ich hätte es voraussehen müssen, ich hätte mir vorher Hilfe holen müssen, ich hätte niemals in diese Lage kommen dürfen. Also das Traumaopfer richtet dann die Wut, die Ohnmacht gegen sich selbst, weil ja niemand da ist, auf den man die Wut und Ohnmacht richten könnte. Es ist ja kein Ansprechpartner da. Und jetzt will ich dir in einer kurzen Simulation zeigen, ich weiß nicht, wie lange sie wirklich wird, dass es sehr wohl möglich ist, einen Ansprechpartner zu finden, eine Mitwisserin, nämlich deine Psychotherapeutin, egal wie lange das Trauma zurückliegt und egal, ob es ein klassisches, singuläres, zum Beispiel Missbrauchs- und Grenzüberschreitungstrauma war oder auch, wie ich in dem vorigen Video beschrieben habe, ein Entwicklungstrauma. Ist völlig egal. Du wurdest verletzt und verwundet und das kann, wie gesagt, sogar ein wohlmeinender medizinischer Eingriff gewesen sein oder auch Missverständnis mit deinen ersten Bezugspersonen. Wenn du dich traumatisiert fühlst, dann bist du's, ja? Wenn du etwas erinnerst oder auch gar nicht erinnern kannst, was dich verletzt, wenn du dich getriggert fühlst, wenn du Flashbacks hast, wenn du Panikattacken hast aus heiterem Himmel, wenn du dich selbst abwertest, wenn du depressiv bist. All das können Hinweise, müssen nicht, aber können Hinweise sein, dass eine Traumatisierung vorliegt, die sich aber nicht als solche quasi an deine Tür klopfend bei dir vorstellst, so hier bin ich dein Trauma und nun ist alles geklärt. Nee, so funktioniert es eben nicht.
Jetzt gucken wir kurz in die Simulation und dann gebe ich dir vielleicht noch, wenn es sich ausgeht, einen Tipp an die Hand. Und ja, wenn du ein kostenloses Abo dalassen willst, dann gerne. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich für ein Seminar zu interessieren. Das ist ein Selbsterfahrungsseminar, wie ich sie öfters auf diesem Kanal anbiete. Und da kannst du einfach unverbindlich an praxis@rollingmonika.at schreiben. Dann erfährst du den Termin im Sommer und erfährst auch die Konditionen dieses Seminars, natürlich auch die Kosten. Aber wie gesagt, Abo hier auf diesem Kanal ist natürlich absolut kostenlos. Los geht's mit der Simulation. Und zwar bin ich, wenn ich hier sitze, in der Rolle der Therapeutin und wenn ich hier sitze, bin ich wie gewohnt in der Rolle der Klientin. Es geht um Trauma. Ja, also ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass sie es mir gesagt haben, denn das ist für unsere Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig und ich weiß, wie schwierig das für sie ist und für sie war, sich überhaupt diesem Thema zu stellen. Denn sie mögen es ja gar nicht und wer mag das schon, in der Opferrolle zu sein. Aber ich sehe sie auch gar nicht in der Opferrolle. Ich sehe sie eher in einer Heldinnenrolle, weil sie über den Schatten gesprungen sind und sich ihres inneren Kindes jetzt endlich annehmen und das nicht mehr unter den Teppich kehren, nicht mehr kleinreden und so quasi sagen, ja, ist doch schon lange vorbei und muss ich doch drüber weg sein und habe ja bis jetzt auch überlebt. Nein, hier ist jetzt der Raum für dieses innere Kind, diesen Persönlichkeitsteil, der damals so gekränkt wurde und der ja noch immer in Symptomen sich Ausdruck verschafft, weil sie diesen Teil ihrer Persönlichkeit ja lange unterdrückt haben. Ich gehe jetzt in die Rolle der Klientin. Ja, aber es ist halt unangenehm. Ich habe es halt lieber, wenn ich in der Sitzung hier einfach über Dinge des Lebens reden kann und nicht so aus der untersten Schublade meines Unterbewusstseins irgendwas hervorkramen muss, das mich ja dann nur extrem belastet. Also das, ich weiß überhaupt nicht, wieso ihr Therapeuten immer wollt, dass man sich nochmal mit einer Belastung beschäftigt. Als ob das die Belastung dann wie so eine Briefbombe entschärfen würde, wenn ich nochmal drauf starre. Und sie verlangen ja jetzt von mir auch, dass ich es nochmal erzählen muss. Ne? Und ich habe mir fast in die Hose gemacht vor dieser Sitzung, weil ich mir dachte, nee, ich will nicht nochmal da hinschauen. Ich will alles tun und nicht nochmal da hinschauen. Gibt es da irgendeine andere Möglichkeit, wie wir da vorgehen können? Weil sie sehen ja auch schon in meiner Körpersprache, ich bin komplett verschränkt, ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es mal aufhört, diese Flashbacks, diese Panikattacken, diese Selbstvorwürfe, diese Selbsthass, aber meine Essstörung. Aber ich kann es ja nicht ändern, es ist ja so geschehen und selbst wenn wir drüber sprechen, ändert das doch nichts. Die gute Nachricht, wir sind schon mitten in der traumaorientierten Therapie. Und sie müssen nicht mehr tun, als sie tun können und wollen. Und dann noch eine bessere Nachricht. Wir brauchen dann nicht nochmal durch das Trauma hindurchgehen und sie müssen es mir auch nicht erzählen, wenn sie nicht möchten. Wenn sie das Bedürfnis haben, dann nochmal hinzuschauen, okay, schauen wir gemeinsam hin. Wichtig ist, wir sind nicht alleine. Wenn sie wollen, können wir auch die Monitorübung machen, dass wir gemeinsam diesen Film von früher gucken, uns vorstellen, hier ist ein Monitor da drüben und da läuft dieser Film und Sie haben die Fernbedienung, da liegt ja eine, die würde ich Ihnen dann so symbolisch in die Hand geben und Sie stoppen den Film, wann immer es unangenehm wird und spulen ihn zurück und wir schreiben ihn neu, wir schreiben das Drehbuch neu. Sie schreiben mit meiner Assistenz das Drehbuch neu. Das wäre sozusagen eine geschützte Herangehensweise, dass man nicht im Raw-Zustand an das Trauma rangeht und nicht mitten reinköpfelt, so quasi ins Blaue, sondern dass man das wirklich mit einer Methode, die zum Schutze dient, aber auch zur Klärung, dass man das mit einer Methode macht, ja, mit dieser Monitorübung. Ja, ich habe ja dann auch Gefühle, also ich habe ja dann auch Gefühle, wenn ich mir vorstelle, dass das da auf diesem Monitor ist und dass ich mich da sehe, wie mir das passiert und dass ich dann von mir aus die Fernbedienung habe und Stopp machen kann oder zurückspulen kann. Aber im Endeffekt, wenn ich hier rauslaufe, bin ich allein mit meinen Gefühlen und dann habe ich sozusagen meine Flashbacks hier rausgemacht, mit ihnen gemeinsam richtig rausgebacken, wie in einer
Backstube, so kommt mir das vor, wo man Plätzchen backt, ne? Und die prasseln dann auf mich nieder wie Zement und nicht wie Plätzchen, ne? Wenn die dann so aus blauem Himmel über mich kommen und runterfallen. Ja, aber dieses Rescripting, also dieses Umschreiben des Traumaverlaufs, dient ja dazu, dass es dann eben keine Zementbrocken mehr sind, die auf sie niederprasseln, sondern tatsächlich nur noch Cookies, also ganz fluffige Kekse, um bei diesem Backbild zu bleiben, das sie da eingebracht haben. Aber ich will sie zu nichts überreden, ich will ihnen nichts verkaufen, was jetzt nicht für sie da ist. Ich will jetzt eher fragen, wie geht's ihnen jetzt hier, wo wir uns unterhalten, wie es weitergeht in der Therapie, welchen Kurs wir einschlagen. Wie geht es Ihnen jetzt so? Haben Sie Zugang zu einem oder Ihren Gefühlen? Ja, also wenn ich vom Trauma rede, dann kriege ich die Schutzhaltung, dann schnürt es mir die Kehle ab, dann merke ich, dass mein Körper komplett in Abwehrhaltung geht und ja, dass ich mich wieder fühle wie so ein kleines Kind und wieder so hilflos fühle und so alleingelassen. Einfach mies, mies. Und wenn ich das spüre, dann will ich natürlich aus der Situation rausflüchten und ja, nicht die Kontrolle verlieren. Und ich will auch Ihnen nicht zumuten, dass dann alle Gefühle auf einmal hochkommen, wenn ich dann eine Schleuse öffnen würde oder so. Aber gleichzeitig, ja, Sie sagen mir halt, die Psychotherapie ist dafür da, dass man auch mal einen Gefühlsausbruch haben darf. Aber irgendwie will ich das nicht. Also es fühlt sich für mich nicht gut an, wenn ich mir das vorstelle, dass ich hier zu Boden gehe und ihnen eine Szene quasi mache. Und ich glaube, sie wissen auch gar nicht, was da auf sie zukommen würde. Ich will ihnen das echt nicht zumuten. Kat, meine Lieben, das war so ein bisschen ein Einblick. Ich heb nur was vom Boden auf, was da gerade runtergefallen ist. Das war so ein bisschen Einblick in eine mögliche Traumatherapie, wo man die Monitorübung zu Rate ziehen kann. Ich räume hier nur ein bisschen zusammen, du hast nichts dagegen, ne? Weil ich muss jetzt dann das Haus verlassen und den nächsten Termin. Also ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen einen Einblick geben konnte, wie Traumatherapie herantastend überhaupt möglich gemacht werden kann. Was du nicht tun sollst, ist momentan, dich wuppen und hineinspringen wie ins kalte Wasser. Außer, es gibt einen Ausnahmefall, wenn du das totale Vertrauen zu deiner Therapeutin hast, und das sich wie Seilspringen anfühlt und du das Gefühl hast, ich folge meiner Therapeutin auf diesem steilen Weg, auf diesem Gratwanderweg, wo ein Abgrund seitwärts ist oder auf beiden Seiten des Abgrund deines erlebten und erlittenen Traumas, deiner seelischen Verletzung und Verwundung. Wenn du so ein blindes Vertrauen hast zu deinem Guide, und ich sage ja immer, Psychotherapeuten sind nicht mehr als Bergguides, sie tragen nicht dein Gepäck und sie können auch dich nicht huckepackt zu deinen Zielen, zu deinem Gipfel der Gefühle tragen, aber sie sind ein Begleitservice und lassen dich niemals allein. Und wenn sie dich allein lassen, dann ist es eine schiefgelaufene Therapie, die eigentlich dieses Wort nicht verdient. Also im Prinzip musst du dich wirklich blind auf deinen Buddy, auf deinen Therapeuten verlassen können. Das ist der beste Fall einer Therapie, wie man sich nur wünschen kann. Ich hoffe, dass du so eine Therapeutin, so einen Therapeuten für dich finden konntest oder kannst. Und wenn es noch nicht so ist, dann ist es halt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber du wirst, wenn du das wirklich willst, genauso wie es bei der Partnersuche ist, wenn man wirklich will und offen dafür ist, dann findet sich jemand, der zu dir passt. Denn dann wirst du einfach nicht locker lassen, bis du die geeignete Therapeutin findest. Und wenn du das hochrechnest, so viele Leidensjahre und dann halt ein Jahr Suche oder so, okay, wenn man das in Relation setzt, erscheint das Jahr Suche dann auch nicht mehr so extrem drastisch lang. In diesem Sinne freue ich mich über deine Kommentare zum Thema Trauma. Ein Trauma kann wirklich etwas sein, was einem erst spät überhaupt bewusst und klar wird. Manchmal geht es auch gar nicht so sehr im ersten Schritt um die Traumaverarbeitung, sondern erstmal um die Klärung, ob überhaupt ein Trauma vorliegt und um das Verständnis mit dir selber, das du entwickeln kannst und das schon sehr viel emotionale Erleichterung bringen kann und auch Selbsterkenntnis, wenn du überhaupt erkennst, dass du Traumaopfer warst, aber jetzt in der guten Lage bist, aus der Opferrolle rauszugehen und dich deines inneren Kindes, so sagen wir Therapeuten ja immer dazu, dieses verletzten Anteiles der Vergangenheit so anzunehmen, dass dieser verletzte Teil sich beruhigen kann und sogar zur Ressource, zur Stärke werden kann, weil es ja etwas ist, was du dann mit der Krise überwunden hast und das macht dich dann insgesamt stärker und stabiler, glaub mir das. Ich freue mich auf dich. Tschüss und bis gleich.